Alter, was geht ab, Leute, auf dem Pogo-Kanal? Es ist C-Day, beziehungsweise in 5 Minuten. Irgendjemand hat schon zu früh gestartet. Aber Level 2 ist eh egal, beziehungsweise für mich ist eh alle EP egal. Später Start für mich, deswegen frühstücke ich hier erstmal. Ja, Frühstück um 14 Uhr. Zünd währenddessen Glücksei an und verschick Geschenke, mach Geschenke auf und fang schon mal ein paar Pokémon. Und dann stützen wir uns in den C-Day. Ihr wisst, ich habe ungefähr eine Stunde in mir, eine gute Stunde. Der Nachbar gibt mir die Lust, aber das sollte reichen. Kuss geht übrigens auch raus an Hodl, schon wieder, Hodler, der mir wieder ein Ticket geschickt hat für diesen C-Day. Und an Mrs. Melde. Besondere Grüße, denn sie hat mir ein GoFest-Ticket gekauft, dieses globale GoFest oder so. Vielen, vielen Dank. Das kostet, glaube ich, viel mehr als dieses 1 € C-Day-Ticket. Euch viel Spaß, viel Erfolg beim C-Day. Das ist ein neues Pokémon, glaube ich, also neues Shiny. So, es geht los. Fangen wir 15 von diesen Fuchsen. Oh, 10 Power-Ups. 10 Power-Ups geht easy, weil ich habe einen 900er, den ich maxen will. Und Datum. 4 Sterne. Alola Slimer, den hatte ich noch nicht. So. Das gönne ich mir jetzt heute. Und das gönne ich mir auch. Die Freunde kommen rein. Ich kann euch jetzt nicht jeden zeigen, weil ich will essen. Aber Kuss geht raus an Deathmaster. Ja, okay. Der Rest dauert. Ah ja, hier. Angina. Saftige 100k. Oh, Teufelchen. 200k. Best Friend. Bin ich so rot im Gesicht? Ich habe aufgegessen, Leute. Gestärkt, auch noch mit ein bisschen Koffein, können wir jetzt den C-Day zocken. Ich habe auch an, aber bisher kam nicht so viel. Ich habe noch keinen Shiny nebenbei jetzt gefangen. Wir haben jetzt so die Geschenke aufgemacht, EP eingesammelt. Ich habe die 400 Millionen geknackt, das heißt, Road to 500 Millionen, Road to eine halbe Milliarde. 100 Millionen EP brauche ich noch. Vielleicht machen wir dazu eine Videoreihe, ein Video. Wie lange brauche ich für 100 Millionen? Road to halbe Milliarde. So. Wir haben 15 von denen gefangen. Es wird sehr chillig, also ich habe nicht mal Hand frei für den Schnellfangtrick. Ich werf ein Bein nach dem anderen, wirklich mega entspannt. Und in der anderen Hand halte ich auch noch die Kamera. Ich habe keine Jackentasche. Hosentasche passt auch nichts mehr rein, deswegen super entspannt. Wir laufen hier gerade so die Leopoldstraße entlang. Entwickle 3 Things. Ich weiß gar nicht mal, ob ich bereits so viele Bombos habe, dass ich 3 entwickeln kann. Verschicke 10 Pokémon und fange 15 Things. Also jetzt noch 13. Okay. Das erste Shiny. Zeit wurde es. Storytime. Das war ganz, ganz, ganz am Anfang. 2016. Hier drin, im Hof von der Uni da, war eine Arena oder ist immer noch eine Arena. Das war, da war ich mit Barisch Arenen machen an dem Abend. Wir sind an diese Arena gekommen. Und anscheinend war einer dieser Spieler, die in dieser Arena waren, gebannt. Also er saß in der Arena, wurde währenddessen gebannt und sobald ein Spieler oder wir in die Nähe dieser Arena gegangen sind, ist das Spiel eingefroren. Das war tote Zone. Alles drumherum. Also nicht nur, wenn du Arena angeklickt hast, war eh vorbei. Aber wenn du in der Nähe warst, ist das Spiel auch hängen geblieben. Ganz damals so. Das war richtig mysteriös damals. So, Fell und Flamme Nummer 2. Erledigt, 15 gefangen, 3 entwickelt und 10 weggeschmissen. Nächste Stufe, entwickle einen Routiner, fange 15, lande 3 großartige Curveball. Easy! Damit müsste ich fertig sein, glaube ich. Ich sehe gar nichts, es ist so sonnig. Ein Radar. Ich
see, das war's. Ich habe bisher immer noch nur ein Shiny. Nummer 2. Es gibt gleich Drohnen-Action. Keine Ahnung, was da abgeht, aber... Ich wollte eigentlich auch eine Drohne für meinen Vlog-Channel, Mann. Bro, ihr seht so echt gar nichts. 420, der dritte Shiny. Wusch. Shiny Nummer 4. Beim Werfen des Balls erst gesehen, dass es Shiny ist. Aber alle mega low WP. 37, falls ihr das erkennen könnt. Nummer 5. Wir spielen ungefähr 42 Minuten. Lust ist nicht mehr da. Jetzt bereits, ja. Etwas zu gut. Wir sind auf der Farmgut der Innenstadt. Hier geht's ab. Aber ich habe eh kein Fangkick auf Lager gerade. Deswegen immerhin weiterhin gechillt. Ich überlege mir gerade schon die Route nach Hause. Nochmal komplett zurück. Boah, das packe ich glaube ich nicht, Mann. Shiny aus der Crest 438. Ich weiß, ich hatte vorhin einen mit 436, glaube ich. Der war 96. Also das könnte ein Shiny 98er sein. So, schauen wir mal. Zum Abschluss ein Shiny 98er oder was? Yes, Shiny 98er. Ja, kann man mitnehmen. Sechste und wahrscheinlich letzte Shiny, weil da vorne ist die U-Bahn. Und da vorne ist auch Cinemute, das habe ich letztens beim Quickle Day Community, Classic Community abgecheckt. Da war zufällige Öffnung. Ja, Schlange ist immer noch solide. Wie lange ist das her? 3 Wochen? Schlange ist immer noch solide. Halb. Ach nee, das ist die Kirche. Oh, ups. Das ist der Eingang zur Kirche, die wollen in die Kirche, Mann. Ja, okay, Cinemute, Schlange ist so genauso lang. Läuft bei denen. So, ich bin wieder zu Hause. Ich habe mir die neueste One Piece Folge angeschaut, die krass sein soll. Ist aber okay. 4 Sterne, nee, wir haben keinen Undercover 100er gefangen. Das heißt, der beste ist immer noch der Shiny 98er. Wo ist denn der? Der hier, oder? 438. Der wird jetzt auch noch entwickelt. Ups. Dann war es das auch schon. Ich habe gerne noch in die Kommentare, wie eure Ausbeute so lief. Heute ein chilliger. So. Jetzt noch die Final Form. Und dann war es das von mir, Leute. Bam. Das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram. Vergesst nicht, Pokémon Go ist dieses Business. Ciao.